Hey, Rekrutierungskampagne, wie müssen wir Leute führen? Wie muss das visuell aussehen? Wie muss die Insta- und Snapchat-Kampagne aussehen, dass auf der Landingpage Leute sich bewerben und sich schnell können bewerben können? Hallo zusammen. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da das als erste Slide rein, was kommt auf uns zu mit diesen Jungen. Ich habe mir den ganzen Tag gedacht, was kommt auf mich zu, weil jetzt gibt es ein Themenwechsel. Wir schauen ein bisschen die Jungen her, was da passiert mit diesen Jungen, wie man sie rekrutiert, wie man sie begeistert, wie man sie führt oder generell, was so ein bisschen mit diesen Jungen passiert. Am Schluss, ich glaube, es ist uns allen irgendwo bewusst worden in den letzten 1-2 Jahren, das Thema hat recht an Relevanz gewonnen. Oder zumindest Relevanz an Aufmerksamkeit sicher mal, oder? Firmen, die sagen, du, wir junge Leute suchen. Und nicht nur grosse Unternehmen, sondern einzelne kleine Familienbetriebe, KMU-Betriebe, 10, 20 Leute, die sagen, du, wir haben keine Lernenden mehr. Der Arbeitsmarkt spielt den Jungen in die Hand, ob es das passt oder nicht, oder? Also, es gibt weniger junge Leute, die da nachher kommen auf den Arbeitsmarkt, als gerade ältere Generationen, Babyboomer-Generationen aktuell, die in den Ruhestand gehen, natürlich wohlverdient, aber das sind ein bisschen mehr, die rausgehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Überlegt euch mal, im Betrieb, vielleicht auch im Verein oder kann irgendein Musikverein sein oder in der Feuerwehr oder wir haben zum Beispiel auch mit Polizei zu tun. Ja, was ist das für eine Altersverteilung und vor allem auch, wie finden wir genug Nachwuchs? Oder haben wir da genug, die sich dafür interessiert? Sind wir da genug relevant eben für die Jungen? Und ja, das ist etwas, was ich jetzt irgendwie aufgebaut habe. Ich habe das vor 7 Jahren gegründet, aus dem Studium heraus. So die Erkenntnis gehabt, die Firmen haben eigentlich sehr viel Interesse, wie junge Leute ticken allgemein. Und es ist sehr cool, wenn wir da wirklich so über die ganze Bandbreite nachschauen können. Hey, wie können wir euch helfen? Wie können wir die Leute eben rekrutieren, gewinnen, begeistern? Arbeitsmarkt ist ein Thema. Natürlich Technologie, spezifisch Social Media, was ein riesiges Thema ist. Also da können wir nicht drum herum. Ich weiß nicht, wie viele ihr am Handy sind und auf Social Media, aber ich komme dann nachher auf eine Slide darauf zu sprechen. Die Generation, die sehr viel Zeit darauf verbringt, sehr viel Zeit auch sich inspirieren lassen, informieren und eben irgendwo, sagen wir mal, zwischen Selbstverwirklichung, Instagram, Einsamkeit und der Hoffnung auf eine bessere Welt ist, oder? Klimageneration, Klimajugend, sie wollen etwas bewegen, sie wollen schnell vorwärts kommen, sie kommen in eure Betriebe rein, sie wollen schnell etwas entwickeln, sie wollen schnell können sich selber weiterentwickeln, Persönlichkeit können zu bekommen, Persönlichkeitsentwicklung zu machen und vor allem sind sie sehr ungeduldig. Sie sind die, die rebellieren, wahrscheinlich recht lange können rebellieren und etwas können bewegen, weil, muss ich ehrlich sagen, wir haben jetzt einige Themen auf dem Tisch, die wir vor 5 oder 10 Jahren noch nicht so relevant gesehen hätten und hätten wollen eigentlich einbinden in unseren Arbeitsalltag. Was man den Jungen gibt und eben auch, was sie uns bringen. Ich weiß nicht, was ihr so denkt über die Jungen. Es gibt da verschiedene Meinungen. Es gibt die einen, die sind positiv, die sagen, hey, ist schon cool mit diesen Jungen, oder? Die kommen und machen und tun, aber es gibt sehr viele kritische Stimmen auch, oder? Die einen mögen das Thema gar nicht mehr hören, sagen, hör mal auf mit der Generation Z. Die anderen sagen, ja, die wollen ja gar nicht mehr arbeiten, die haben ja gar keinen Bock mehr. Es gibt aber die Jungen selber auch. Wer ist in dieser Generation Z? 1995 bis 2010 geboren, hat man Hand auf. Sehr cool, sind einige da. He? Die anderen sind älter, das ist nicht erwartend gemeint. Aber das Ziel müsste eigentlich sein, dass wir da immer wieder auch so Leute in diesen Format haben, wie jetzt heute, oder? Das ganze Festival, weil die müssen sich auch begeistern lassen, die müssen auch motiviert sein, die müssen mitnehmen auf die Reise. Weil es nützt nichts, wenn wir natürlich alle sagen, ja, das funktioniert gar nicht mehr mit diesen Jungen, die haben gar keinen Bock mehr. Wenn ihr nicht motiviert seid und das alles, was ihr heute und gestern lernt, nicht umsetzt und das eben auch versucht, der nächsten Generation weiterzugeben, dann haben wir wahrscheinlich auch sehr viel falsch gemacht, um ganz ehrlich zu sein. Und es sollte da genau eben auch die Chance geben, weil am Schluss geht es nur mit allen Generationen, die da zusammenfinden sollten. Ich habe hier 3 Aussagen getroffen, die nichts Neues sind. Das ist einmal sehr, sehr wichtig, oder? Also wenn es um die junge Leute geht, dann bin ich heute nicht, ich bin heute weder der Anwalt der Jungen, das ist mal wichtig, ich sage nicht, alles, was die Jungen machen, ist super. Ich wollte auch nicht sagen, dass alles, was die Jungen heute wollen und tun und sagen, dass das komplett neu ist. Und das geht es auch nicht. Aber es ist die Realität, dass wir wissen, hey, wir müssen vielleicht ein paar Sachen anpassen. Wie rekrutieren wir? Oder? Wie finden wir die Leute, dass sie in unser Start-up, in unsere Firma, in unseren Konzern reinkommen, in unseren Verein reinkommen? Wie können wir sie begeistern? Und die Leute sind immer ein bisschen hässig fast, dass eben, ja, die müssen da, wieso, weißt du, sind wir nicht Prio 1 in diesem Alltag, oder? Und wir haben doch Ziele und wir haben Visionen und Träume. Ja, die wollen doch selber zuerst mal erwachsen werden. Und nicht nur, weil ich 18 bin, heisst nicht, dass ich schon erwachsen bin. Ich will das Leben entdecken, ich will unabhängig sein. Sachen, die alle immer schon gemacht haben, oder? Egal welche Generation, es ist nichts Neues.
Gebt ihnen die Möglichkeit. Versucht euch auch damit auseinanderzusetzen, was sie denn wirklich wollen, was sie vielleicht anders sehen, was sie vielleicht schon früher sehen und früher inspiriert worden sind. Also so das Faulen von den Jungen, das mag ich auch selber nicht hören, weil ich kann euch sagen, es gibt immer in jeder Generation gewisse Leute, die nicht so Bock haben, eher faul sind, oder? Von 10 Leuten findest du immer 1-2 Leute, die eher faul sind. Und wenn du dich das nimmst und sagst, ja, schau, alle sind so, nützt natürlich auch nichts. Und das ist ja bei den 60, wenn ich meinen Vater anschaue, der erzählt mir auch, mit wem er in die Schule ist und wie das so war. Der hat jetzt auch Leute gegeben, die haben keinen Bock gehabt und haben nicht gross angerissen. Und es gibt die anderen. Und fokussiert euch vor allem auf die, die wollen und etwas bewegen. Das ist ein Credo, das ich bei uns in der Firma mal auf die Wand, ich sage jetzt, ich habe das drucken lassen für 150 Stutz, myposer.ch, die drei Wörter. Morgen um 7 Uhr ins Büro gekommen, habe das an die Wand gehängt, so nicht digital, sondern wirklich so physisch. Ich habe gesagt, hey, wir müssen doch mutiger, lauter und unbequemer sein als Firma, mit unseren Kundinnen und Kunden in unserem Alltag. Und ich möchte euch das auch mitgeben. Wenn ihr neue Wege gehen wollt, gerade auch, wenn ihr junge Leute vielleicht ins Boot reinholt, wenn ihr Social Media betreibt, wenn ihr Employer Branding betreibt, wenn ihr zur psychischer und physischer Gesundheit schauen von euren Mitarbeitenden, egal welche Generation, braucht es, glaube ich, in Zukunft, gerade auch mit diesen neuen Technologien, meine, ihr habt gesehen, was am Montag wieder präsentiert wurde von Apple, da wird vieles gehen, wird sich vieles bewegen. Wir müssen mutig sein, wir müssen lauter sein, wahrscheinlich als Firma. Also wenn ich hier der Brandschutz Etiswil bin und Leute suche, dann muss ich wahrscheinlich auch schauen, dass ich genug laut bin, dass ich die Leute auf dem Radar habe. Und ich muss vor allem auch unbequem sein, ich will unbequeme Gespräche führen. New Work, immer so ein riesen Buzzword, aber wirklich sich mal damit auseinandersetzen. Was heisst eigentlich Flexibilität? Oder wie in der Arbeit, was heisst das für euch als Führungsperson? Redet mal mit 16-Jährigen, redet mal mit 26-Jährigen und redet vor allem auch mit 56-Jährigen darüber, was verstehen die eigentlich unter diesen Schlagwörtern? Und das sind unbequeme Gespräche, wenn man vielleicht Sachen muss neu machen muss. Und ich glaube vor allem auch Luzi. Luzi heisst, auf diesen Kanal, wo Junge unterwegs sind, wo sie ihre Aufmerksamkeit haben, dass ihr Aufmerksamkeit generiert, dass sie sagen, ah, das könnte spannend sein, dorthin zu arbeiten. Wenn wir die Jungen nicht abholen, wenn wir sie nicht begeistern, nicht gewinnen können, werden wir dort ein Loch generieren von Nachwuchs. Und ich sage es euch, wie es ist, Employer Branding und Rekrutierung wird wahrscheinlich eines der Hauptchallenges sein in den nächsten paar Jahren, wo wir entsprechend entgegenkommen werden. Wir haben mit Firmen zu, wir haben mit der Bundesverwaltung zu, mit dem ganzen eidgenössischen Departement des Inneren, und die haben gesagt, schau, wir haben in den nächsten 7, 8, 9 Jahren werden uns etwa 25-30% pensioniert. Du musst eine gute Strategie haben, dass du genug Nachwuchs nachholst. Und nicht nur von den Jungen, sondern wahrscheinlich von allen Generationen. Das sind drei Wörter, die ich euch als Führungsperson, als Coach, als Mentorin, als Mentor, was auch immer, unbedingt mitgeben möchte. Vom Rekrutierungsprozess über die Führung, über Zielsetzung, über Interaktion, über Angebotausgestaltung, über Innovation, was auch immer. Fragt euch immer, sind wir genug instant, also sind wir genug schnell? Ihr wisst alle, wir haben alle schon Leute verloren auf dem Bewerbungsprozess, weil wir zu wenig schnell reagiert haben, zu wenig schnell Feedback gegeben haben. Wir sind aber vielleicht auch zu wenig flexibel. Oder? Also eben, was heisst Flexibilität? Was wollen unsere Leute? Das ist etwas anderes, wenn ich da Zursee Gärtnereibetrieb habe, als wenn ich Feuerwehr Kriens bin. Und nochmal etwas anderes, wenn ich Gemeinde Horgen oder Stans oder Hergiswil bin. Das verstehen die Leute etwas anderes darunter. Also schaut, sind wir eigentlich nur flexibel? Und ihr werdet Leute verlieren, weil sie sagen, die kommen zu euch arbeiten, 1-2 Jahre, oder? So, die starten bei euch, sagen, ich bin vielleicht ein Jahr, zwei bei euch. So, das sagen sie in der Studie und so, oder? Ja, ich mache so 1-2 Jahre mal dort arbeiten und schaue dann weiter. Wenn ihr zu wenig flexibel seid, denen zu wenig flexible Weiterentwicklungsmöglichkeiten gebt, dann sind sie schneller weg, als euch lieb ist. Also Flexibilität, extrem wichtig, und Klarheit. Wir haben jetzt sehr viel gehört schon, sehr viel gelernt und Sachen, die ihr mitnehmen wollt, oder? Klarheit, gerade in einer jungen Generation, und du gehst dann ein Slide weiter, oder? Wo da drauf unterwegs ist, wo die Welt so schnell dreht, wo sie sich inspirieren von Marken, von Personen, wo vielleicht auch zunehmend auf LinkedIn drauf sind, das ist jetzt noch nicht so drauf, oder? Aber auch dort, sie werden euch kennenlernen als potenzielle Führungspersonen. Sind ihr genug klar, sind ihr genug reduziert, on point und haben eine klare Botschaft, was ihr anbietet. Wie sieht das Stellenprofil aus? Oder was macht euch anders? Was macht eure Unternehmenskultur anders? Wenn eure Webseite, und ich gehe mal scheiß zurück, ich löse nachher gerade auf, welches Logo, welches ist gekämpft. wenn ihr zu wenig klar seid und wenn ihr zu wenig relevant seid in dieser Generation, dann könnt ihr als Führungsperson drei machen, was ihr wollt, wenn ihr die nicht abholen könnt. Und wenn dann die Leute da
über Instagram, über Snapchat, über TikTok, über eure Job-Ads auf eure Landingpage kommt und die Landingpage, also die Webseite, halt einfach nicht so attraktiv aussieht, dann werden schon sehr viele Leute auf dem Weg verlieren. Es ist eine visuelle Generation, es ist eine schnelle Generation. Und ich wollte euch wirklich ermutigen, schau mal an, wie ihr dort wirkt. Und das muss sich ein Emmy heute fragen, der heute da ist, das muss sich ein Raiffeisen fragen, das muss sich ein Pence-Expert fragen und das muss sich auch der Adi Lang fragen, der sagt, wie mache ich mich relevant auf dieser Plattform, dass das nächste Jahr wieder so etwas Geiles auf die Bühne bringen kann. Also, Snapchat, Instagram, TikTok, sicher so die drei Hauptplattformen, was so Social Media, Interaktion und Inspiration angeht. Natürlich YouTube auch noch voll dabei. Wer von euch ist auf Twitch? Mal Hand auf. Twitch. Ein paar, die anderen nicht, die anderen vielleicht keine Ahnung, was es genau geht. Schaut das unbedingt mal an. Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, wenn es um E-Sports geht. Das heisst, E-Sports ist die kompetitive Form vom Gaming. Ich bin dort drauf, ich game selber. Ich schaue vor allem anderen Leuten drauf zu beim Gamen. Die kommentieren die Strategien, wie sie Turniere angehen. Ich kann Turniere mitverfolgen und so weiter und so fort. Eine riesige Plattform, die sich recht am Entwickeln ist. Viele sagen, das ist doch Schwachsinn, oder? Was ich jetzt mehr sagen will, ist, schaut das einfach an, so als Inspiration, wie sich hier neue Welten und neue Logiken auftun, wie sich Brands weiterentwickeln, wie sich Persönlichkeiten entwickeln. Superstars von den Jungen. Der Buga, wer hat Kind, Tochter, Sohn, wo, also ja, mal das, okay, und vor allem, wo Fortnite spielt. Mal Hand auf schnell, das sind schon ein paar, oder? So, 2019, 2020 hat es die erste Fortnite-Weltmeisterschaft gegeben. Du konntest nachschauen, 40'000 Leute, die sich da gegeneinander müssen, beweisen. Am Schluss sind sie auf die USA eingeladen worden und haben dort gespielt. Und der Gewinner, der Buga, mit 17, ist mit 3 Millionen US-Dollar heimgegangen. Oder? Crazy. Weil es geht darum, um Aufmerksamkeit, um Marken, die dahinter stecken und einfach eine Community, die aufgebaut wird. Ich sage nicht, alle jungen Leute wollen gamen. Es sind vielleicht ein Drittel, die das cool finden und regelmässig im Gamen sind. Aber es sind neue Welten, die aufgehen. Natürlich auch mit Discord, Kommunikationskanal, gerade auch im Gaming, aber auch in anderen Bereichen, die aufgehen. Oder Be Real, so das Neueste, gerade auch aus dem letzten Jahr raus, wo ich eine Notification bekomme. Innerhalb von 2 Minuten ich muss ich eine App auftun, ein Foto machen, das heisst, das Foto geht führen und ein Selfie, und dann lade ich das auf. Also auch da sehr instant, sehr schnell, sehr unkompliziert. Und das geht ja nur noch weiter. Wir werden die Welt entdecken jetzt, gerade auch mit Apple, was platziert worden ist, aber mit Metaverse generell, durch Meta auch. Wo hier unterwegs sind, eine Generation Alpha, die noch mal jünger ist, die werden sich mit diesen Sachen auseinandersetzen und relativ schnell die Sachen adaptieren. Und es, ich kann euch meine E-Mail-Inbox zeigen, was heisst, ja, wir sind uns wirklich mal überlegt, jetzt mit TikTok und mit Insta etwas Konkretes machen als Firma. Wenn ihr Innovationspersonen sind, Marketing, Kommunikationsleute, dann muss ich eigentlich sagen, da müsst ihr auch eine gewisse Strategie haben. Wie sieht die Welt Virtual Reality oder Augmented Reality mäßig aus? Und gerade Junge adaptieren das sehr schnell. Da gibt es auch Marken, die da aufgebaut werden, die entsprechend dort schon recht Fuß gefasst haben, wo vielleicht noch ein Hokuspokus ist aktuell, oder Porsche, wo ein NFT-Projekt hat, solche Sachen, wo aber immer mehr kommt und das auch spannend wird sein. So, jetzt aber eine Challenge. Wir haben eine schnelle Generation, aber wir haben das Problem. Und das Problem ist ein Riesenproblem, sage ich euch. Und ihr alle sind gefordert. Wir sind nicht alle da, um uns selber zu entwickeln, uns zu motivieren und neue Einblicke zu erhalten und zufrieden zu sein und eben Pause machen, haben wir vorher gehört. Heute Morgen auch, wir haben gehört von Ruhe, mal sein, mal sich entdecken. Es ist eine Generation, die quasi auf 180 dreht, die ganze Zeit. Immer alles reagieren tut, immer gerade online ist, immer erreichbar will sein, sich Gedanken macht über Leistung, in der Schule über Leistung im Beruf, die vielleicht zum ersten Mal arbeiten in dem Kontext, wo ihr sie dabei habt, wo sich unsicher fühlt, wo sich ständig vergleicht. Das müsst ihr abholen. Das müsst ihr euch wirklich tun. Ob wir es wollen oder nicht. Wir können gerne sagen, ja, das sind doch Weicheier, die Jungen, oder? Wieso sind die da jetzt so, wieso müssen wir die tun? Es trifft aktuell, würde ich mal sagen, alle, oder? Resilienz und mentale Gesundheit ist bei allen Generationen ein Riesenthema. Und gerade bei Jungen, wenn man schaut, was ein Promentesana oder so aktuell an Studien rausbringt, ist es recht krass, dass man häufig sieht, die Jüngsten sind am stärksten belastet, wenn es um mentale Gesundheit geht. Und das ist wichtig, weil Arbeit ist vielleicht einfach ein Faktor, der da dich stresst und entsprechend da darauf einzahlt, also negativ einzahlt. Da hast du natürlich auch Familienverhältnisse und sehr viele andere Sachen, wo vielleicht auch früher schon gewesen sind, aber vielleicht reden wir heute mehr darüber. Das ist vielleicht mehr okay, darüber zu reden. Und man ist untereinander. Man hat Online-Serien, wo irgendwo alle Teenager in den USA einen Therapist haben, oder? I have to see my therapist. Das ist wirklich normaler.
Aber ob ich das gut finde oder nicht, das Problem ist das, dass natürlich, wenn die Leute ausfallen, ihr in der Firma zuerst also die Auswirkung spürt, weil sie fallen bei euch aus, oder? Aber Gründe sind viele. Also tun doch um das, redet darüber, gebt ihnen die psychologische Sicherheit im Arbeitsleben. Sind doch vielleicht auch ein Vorbild, zeigt ihnen, um was es geht. Und ich sage so, ich weiss, wir haben vorher eine emotionale Geschichte gehört, wie das Ganze durchs Leben so gehen kann. Ein bisschen, ich sage jetzt mal, nicht mehr Gen Z ist sie, aber du hast Leute, die Gen Z einfach das erste Mal ja, ein Liebesdrama haben und vielleicht nicht mehr zufrieden sind oder vielleicht irgendetwas ist und man das Gefühl, ja komm, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Nein, das stresst junge Leute auch. Nehmt das auch ernst und versucht dort eben auch mitzugehen und entsprechend eben, dann sehen sie da Inspiration, vor allem das Vorbild sein. Mit meiner Firma habe ich habe diese Slide zeigen, nachher noch in zwei Slides noch etwas anderes. Mit meiner Firma habe ich etwas entdeckt und zwar, du musst näher an diesen Leuten dran sein. Oder? Du musst näher an diesen Leuten dran sein, ob dir jetzt alles passt oder nicht. Wenn du 32 Leute hast, wir werden weiter wachsen. Es kann gut sein, dass wir irgendwie auf 40, 50 Leute werden wachsen dieses Jahr. Nicht, weil ich es cool finde oder weil wir irgendeinen Investor haben. Wir wachsen jetzt alles aus eigener Kraft. Aber, oder sondern, weil die Nachfrage ist rum. Hey, Rekrutierungskampagne, wie müssen wir Leute führen? Wie muss das visuell aussehen? Wie muss die Insta- und Snapchat-Kampagne aussehen, dass nach der Landingpage Leute sich bewerben und sich schnell bewerben können? Oder? Und du musst näher dran sein, weil auch ich merke in diesem Wachstum, dass es jungen Leuten manchmal aushängt, dass es ihnen zu viel ist. Und etwas, was ich euch schon mal mitgeben kann, ist auch hier wieder instant, oder? Gebt ihnen instant Feedbacks. Sind schnell. Und ich rede wirklich mit Schnelligkeit von in den nächsten 1-2 Monaten immer wieder Zielsetzungen machen. Sorry, ich muss das Mikrofon umstellen. Feedbacks geben, Zielsetzungen setzen, Feedbacks darauf geben, immer wieder im Moment. Am besten Voice Messages anwenden. Oder? Ihr habt alle das WhatsApp und so, oder Teams. Schickt schnell ein positives Feedback auf Sachen, die sie gut gemacht haben. Wartet nicht zu lange. Vor allem die Firmen, die so Endjahreszielsystem haben, oder? Mit Jahresgesprächen und so. Ich sage das immer wieder, ich habe es vor 4 Jahren schon gesagt, das erste Mal bei der Business Schmiede, das müsst ihr güsseln. Ich sage es euch, wie es ist. Das geht doch nicht mit diesen jungen Leuten und auch mit den 50, 60-Jährigen, die doch so schnell unterwegs sind. Und ich finde, hey, da müssen wir schnell darauf Feedback geben. Eben kurz gesteckte Zielvorgabe, schnelles Feedback. Sind ein Change Champion. Wir werden Sachen müssen verändern, oder? Nicht nur ihr euch selber, sondern Firmen, Firmenmodell. Gehen dort voraus, haben junge Leute extrem Freude, weil sie Teil von etwas sein und geben ihnen eben die psychologische Sicherheit. Geben ihnen den Respekt, geben ihnen das Vertrauen und vor allem auch die Wertschätzung, dass sie froh sind, dass sie da sind. Ich habe das hier englisch zusammengefasst, habe ich mal in einem Vortrag so genutzt. They wanna be part, also die Jungen, they wanna be part of a movement that is fast like a rocket, smooth like a sunny boat ride with a captain's crew that always asks, hope you are feeling good on board. Ist ein bisschen Pfeffer und Zwecki, oder? Aber überlegt euch das, oder? Hey, wir müssen schnell vorwärts machen, wir müssen schnell verändern, oder? Wir müssen Sachen machen und ihr seid irgendwie vielleicht dazwischen drin. Ihr müsst die Jungen mitnehmen. Oder? Auf die Reise mitnehmen. Fragt immer wieder, ey, ich hoffe, es geht gut, ihr seid happy, ihr seid zufrieden. Ihr müsst nicht alles recht machen, ihr müsst nicht alles den Jungen einstellen und sagen, schau, da kommen wir dir überall entgegen. Überhaupt nicht. Ich darf ihnen auch klare Regeln und Richtlinien geben, aber gebt ihnen die Möglichkeit, dass sie sich ausdrücken dürfen und dass sie eben auch sagen dürfen, wenn es ihnen nicht gut geht oder wenn sie etwas stressen oder wenn sie weiterkommen wollen. Und die Chance, dass ihr heute oder gestern etwas gelernt habt, wo ihr ihnen vielleicht genau weitergeben könnt, nächste Woche oder in den nächsten Monaten, ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch. Also nutzt das. Und das Movement, oder? Wo geht es her? Alle haben Visionen, oder? Für die nächsten 10, 15 Jahre, oder? Die grosse Vision. Nein, was ist die nächsten 3, 4, 5 Jahre? Wieso sollten junge Leute mit euch an Bord kommen, oder? Euch ein Team. Es muss nicht immer die ganze Firma sein. Euch ein Team weiterbringen. Und Sachen und Kunden besser zufriedenstellen und all das. Oder sich selber einen besseren Arbeitsplatz machen. Das sind schon coole Ziele. Und das habe ich gelernt in den letzten 7 Jahren. Jeder eine Arbeit, oder? Ich habe vorhin mit ein paar Leuten geredet in der Pause. Meine Arbeit als Geschäftsführer jetzt, oder? Hat sich natürlich auch in den letzten 7 Jahren, wahrscheinlich 10 oder 15 Mal verändert. Und wir wollen das cool machen, oder? Wir wollen eine coole Firma aufbauen, wo sich die Leute wohlfühlen, wo aber auch Champions werden, die Vollgas geben, etwas bewegen, sich selber besser machen. Und hoffentlich in 5 Jahren, in 10 Jahren, falls sie nicht mit uns so lange auf dem Weg bleiben, irgendwann mal zurückkommen zu unseren Führungspersonen, zu mir und sagen: Hey, im Fall wegen euch bin ich an dem Ort, wo ich heute bin. Und das ist das Schönste. Also wenn ihr euch das zum Ziel setzen könnt, ist super. Das Unbequeme kann ein Wert sein. Ihr werdet das immer und immer wieder aufgreifen. Oder? Unbequeme Gespräche führen. Man denkt, es ist vielleicht ein sunny boat ride, aber es ist nicht immer. Oder? Ein Rocket geht schnell, eine Rakete geht schnell. Und dann braucht es unbequeme Gespräche und dann kommt die ganze Firma weiter.
Social Media als Kulturelement, ja. Also wenn ihr irgendwo ein Intranet habt und euch fragt, ja, postet ja niemand etwas und die Jungen werden ja eigentlich schnell mitfoteln. Ja, vielleicht wäre zum Beispiel Snapchat oder eine Instagram-Gruppe fast noch besser, gerade in einem kleinen Team, das machen wir zum Beispiel. Erschaffen Träume und nicht nur erfüllen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ich bin jetzt an der Raiffeisenbank Sursee und jetzt kommen die Jungen zu mir und das ist jetzt der grösste Lebenstraum, den ich den Leuten kann geben und erfüllen kann. Super, wenn ihr das schafft. Aber dreht es mal um und sagt, hey, was kann ich jetzt eigentlich machen in den Jahren, die bei uns sind, um Träume zu erschaffen? Dass sie eben rausgehen, mit Motivation, mit Inspiration. Das ist auch mir bei Neoviso sehr, sehr wichtig. It's all about the team vibe, ja. Ich glaube, wir wissen es, oder? Top-Motivationsfaktor von jungen Leuten ist nach wie vor, wie wir es alle kennen, das gute Verhältnis im Team, die Freude, etwas zu bewegen und weiterzukommen. Ja, und regt euch nicht auf, wenn die Jungen etwas anderes machen, aber am Schluss das Ziel gleich gut rauskommt. Ich habe ein recht gutes Zitat gefunden von einem der Gründer von On und hat gesagt, hey, wenn ich 10 Entscheidungen habe von meinen Leuten, dann muss ich mich eigentlich auf die 2-3 Entscheidungen fokussieren, die einen anderen Weg gegangen sind, ein anderes Resultat generiert haben. Und alles andere, wenn es zu einem guten Resultat kommt, also zu einem guten Output, dann lassen wir das mal so stehen, dann kommt es schnell vorwärts und vor allem Junge haben meistens neue Ideen. Und das am Schluss, oder? Wir haben es schon ein paar Mal in verschiedenen Formen gehört. Ich glaube, wenn ihr wie ein Champion vorausgeht, und das wollen angreifen und wenn etwas anreißen, gerade die Jungen auf die Reise mitnehmen, dann kommt es gut. Die Jungen lassen sich nach wie vor inspirieren, die wollen nach wie vor die extra Meilen gehen, aber sie suchen vielleicht eben ein bisschen länger und suchen vielleicht ein bisschen einen anderen Kontext, wie sie arbeiten wollen, anstatt wie es vielleicht war vor 20, 30, 40 Jahren, wo man mit 18 oder 25 in die Arbeitswelt reingekommen ist. So, also für uns kommt vieles zu. Ich will es euch sagen, technologisch, arbeitsmarkttechnisch, Employer-Branding-mässig, Leadership-technisch, für alle, egal was ihr möchtet, es kommt für alle sehr viel zu und ich hoffe, ihr seid da ready für das. Das ist unsere Mission, Closing the Gap Between Generations. Ich habe euch jetzt die Jungen erklärt, vielleicht ein paar neue Perspektiven gegeben. Ich hoffe, ein paar Sachen mitnehmen können. Vielen Dank, gebt Gas und bis bald. Bis mal. Ist das etwas, was dich interessiert, die Art von Weiterbildung? Und willst du mehr von diesen Themen? Dann abonniere jetzt unseren Kanal von der Business Schmiede.